Die Schlacht um Moskau ist eine der größten Schlachten um die Stadt in der Geschichte. Sie dauerte 7 Monate und ereignete in 7 Gebieten. Hitler wollte die Hauptstadt bis September einnehmen, aber stieß auf eine Reihe der Verteidigungslinien. Die ersten gingen hunderte Kilometer von der Stadt entfernt, letzte an den Garten- und Boulevardringen im Zentrum Moskaus. Es gelang nicht, der Feind unter Wjasma und Bransk zu halten. In der Abwehr entstand eine Lücke, aber der Weg der deutschen Panzer blockierten Kadetten aus Podolsk und Moskau und auch die Volkswehr. Der Vormarsch der Wehrmacht verlangsamte sich. Ihre Ressourcen waren erschöpft, die Versorgung konnte nicht eingestellt werden. Die Rote Armee zog aber nach Moskau frische Divisionen. Die Stadt wurde von Soldaten aus dem ganzen Land geschützt und von hervorragenden Kommandeuren. Unerwartet für die Faschisten ging die Rote Armee in die Offensive. Der Plan des Blitzkrieges scheiterte. Die Kriegsmaschine der Wehrmacht scheiterte zum ersten Mal in der Geschichte. Die Deutschen gingen dennoch durch die Straßen Moskaus beim Marsch der Kriegsgefangenen im Juli 1944.